dachte, wir sollten das lieber nicht tun. Wieso? Macht es dir keinen Spaß? Das ist es nicht. Willst du lieber bei deinen Kumpels? Nein. Gut, dann mach schon. Braucht ihr irgendwelche Hilfe? Nein, brauchen wir nicht. Streikt der Motor? Nein. Was tut ihr dann hier? Wir reden nur. Redet hier nur sie? Hauptsächlich. Sowas kenne ich. Ich komme in 10 Minuten wieder vorbei. Und wenn ihr dann noch da seid, dann rufe ich eure Eltern an. Ja, Sir. Danke. Also, wo waren wir gerade? Oh, wir wollten gerade 9 Minuten. Warte mal. Meldet sich immer noch keiner unter den beiden Handynummern ihrer Eltern. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, wie wir sie erreichen können? Nein. Sie sind auf einer Tagung. Sie werden sie wahrscheinlich abgeschaltet haben. Wieso ist wichtig, wo sie sind? Stevie hat Schmerzen. Sie müssen irgendwas tun. Dazu brauchen wir die Unterschrift der Eltern. Wieso kann er nicht unterschreiben? Er ist 16. Damit ist er nicht volljährig. Dann rufen Sie meine Eltern an. Die übernehmen sicher die Verantwortung. Dann dürfen Sie was tun. Das kann ich nicht. Entweder... Sie können ihn doch nicht leiden lassen, bis irgendwann seine Eltern... Ist schon gut. Nein, ist es nicht. Das fühlt sich an, als würde mir ein Elefant auf der Brust sitzen. Sie haben gewonnen. Das Venogramm mache ich jetzt gleich. Über die Konsequenzen reden wir später. Meine Finger fühlen sich feucht an. Das liegt am Kontrastmittel. Ihre Nerven können nicht mehr zwischen Kälte im Körperinneren und Feuchtigkeit am Körperäußeren unterscheiden. Die Nerven können den Unterschied nicht mehr unterscheiden oder kann das Gehirn ihn nicht mehr interpretieren. Sowohl als auch. Interessiert Sie Naturwissenschaft? Sieht aus wie ein Diffusionsmodell. Weil es die venöse Seite ist, unter Druck. Da gilt also das Grahamsche Gesetz. Das haben Sie wohl aus Ihrem Physikkurs? Nein. Ich habe was darüber gelesen. Ich musste mir auch vieles selbst beibringen, denn meine Schulen waren schlecht. Gehen Sie auf eine private oder eine staatliche? Auf eine staatliche. Das Leck muss in der Pulmonalvene sein, wenn meine Lunge nicht richtig arbeitet. Ja. Ich sehe da nichts, Sie? Nein. Das macht doch keinen Sinn. Wie kann ich einen blutigen Akkus haben ohne eine Blutung? Übertragene Parasiten auf die Liste, und zwar ganz oben. Ich check das Schlafzimmer. Oh, du, ich wusste nicht, dass hier... Wir wollten nur... Ich habe eine Waffe. Hören Sie, meine Brieftasche ist in der Jacke. Nehmen Sie, was Sie wollen. Keine Bewegung! Oh. Ich rufe die Cops. Warten Sie, Sie haben da keine Waffe. Und Sie rufen auch nicht die Cops. Oh doch, ich rufe die Cops. Es sei denn, Sie verschwinden sofort. Es sei denn? Was soll denn der Schwachsinn? Ein Einbrecher ruft doch die Bullen nicht. Sie wollen doch nicht Ihre Affäre erklären. Wir haben keine Affäre. Er trägt einen Ring und Sie keinen.
Und angesichts der Schweinerei in der Küche da unten und des nur schlecht gesaugten Schlafzimmers sind Sie wohl eher die Geliebte als die Putze. Putze? Sie unverschämter Kerl. Ich bin keine Putze. Das hier ist mein Haus, nicht seins. Sorry. Und was ist mit meiner Küche? Gar nichts. Es tut uns leid. Wir sind nur hier, um Stevie zu helfen. Wer ist Stevie? Ihr Sohn? Es war die Adresse, die Sie angegeben haben. Der Notaufnahmearzt muss Sie falsch notiert haben. Oder Sie wollen haben. Nicht, dass wir mit Ihren Eltern sprechen. Ich gab Ihnen Ihre Telefonnummern. Sie haben uns irgendwelche Nummern gegeben, unter denen wir niemanden erreicht haben. Sie sind auf einem Kongress. Er lügt. Leah. Er ist ein Roma. Und Zigeuner. Sie haben also kein Zuhause, nicht wahr? Natürlich haben wir das. Was kommt als nächstes, ob ich ums Feuer tanze oder vielleicht Kinder verkaufe, die ich gestohlen habe? Deswegen verheimliche ich, was ich bin. Sie teilen alles miteinander und nichts mit den Gatsche. Den Außenseitern. Außenseitern, was Wichtiges anzuvertrauen, war für mein Volk schon immer von übel. Doch wenn Sie uns anlügen, bringen Sie sich in eine noch schwierigere Lage. Sie dürfen nicht in mein Haus. Sie verunreinigen es. Wir wollen uns nur umsehen. Ihre Anwesenheit reicht schon. Für meine Eltern ist es was Ernstes. Es ist sowohl psychisch als auch physisch. Wissen Sie, wo er wohnt? Sag nichts. Ich werde Ihnen sagen, was Sie wissen müssen. Wenn wir Ihnen Antworten nicht trauen können. Ich trinke manchmal. Und ich rauche auch mal was. Ich sag Ihnen alles. Die ganze Wahrheit, aber... Ich kann Sie nicht in mein Haus lassen. Gras verursacht keine Blutungsstörung. Ein darin enthaltenes Pestizid aber schon. Wo hatten Sie es her? Von jemandem er in der Schule. Von mir. Stevie geht gar nicht zur Schule. Seine Eltern verbieten ihm das. Ich habe Privatunterricht. Er liest Bücher. Was kommt noch? Ist Ihr Vater wirklich Professor? Er ist ein Kaufmann. Sie kaufen und verkaufen alles, was Sie in die Hände kriegen. Sie? Sie machen die Geschäfte also zusammen, Ihr Vater und Sie? Er war gerade in Chicago, vor einer Woche. Geflogen? Nein. Mein Dad hat einen Truck. Dachte... Sie wollen das Venogramm wiederholen. Sobald wir das Arteriogramm gemacht haben. Okay, Sie spielen jetzt einen Pieks. Könnten Sie das vielleicht machen? Keine Bange, es ist nur Ihr Bein. Weiter hoch gehe ich nicht. Sehen Sie sich das an. Die Knochen Ihres Unterarms. Radius und Ulna. Wie nennen wir die des Handgelenks? Lunatum, Hamatum und... Ein Kahn, der fährt im Mondenschein im Dreieck um das Erbsenbein. Das ist ein Merksatz für die Handwurzelknochen. Ich kann sie mir nur so merken. Au! Alles okay? Au, mein Bauch! Hast du was gebrochen? Ich habe noch gar nicht angefangen. Schön flach liegen. Ich kann nicht, das tut irre weh. Ich nehme ihn raus. Das ist unsere einzige Chance zu sehen, wo der Defekt liegt. Wenn er sich bewegt, kann die Arterie reißen. Ziehen Sie das es Ding raus! Es wird alles gut, Stevie. Injiziere das Kontrastmittel. Kommt aber nicht raus. Der Rinsel muss eine Verengung der Lebervene verursachen. Es ist keine Verengung, es ist ein totaler Verschluss. Die ganze Leber versagt.